Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir unsere Patchwork-Jacke The Chrissy Kimono. Ein nachhaltiges Projekt, denn die Stoffe haben wir aus Überproduktion gerettet. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal, ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Heute nehmen wir unsere Jacke The Chrissy Kimono Schritt für Schritt im Patchwork-Stil. Das ist nicht nur super einfach, sieht dazu noch mega cool aus und dreifach Grund zur Freude, denn das Material 100% Baumwolle befolgt den Circular Fashion Standard und das bedeutet, dass das Material ansonsten vernichtet worden wäre und wir es aus der Überproduktion retten und zu etwas ganz Tollem verwandeln. Der The Chrissy Kimono gehört zu unserer Kategorie Ready to Sew und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im Nähen mitbringen müsst, um euch selbst coole Pieces zu schaffen. Denn wie immer zeige ich euch hier Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, im kleinsten Detail, bis die fertige Jacke entsteht. Also macht direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Alles, was ihr braucht, ist Zugang zu einer Nähmaschine. Und für diejenigen unter euch, die noch nie zuvor eine Nähmaschine genäht haben, haben wir unser Grundlagen-Tutorial. Also schaut es euch doch bitte vor diesem Video an, denn da zeige ich euch alle Grundfunktionen und alle Basics und danach kann es hier direkt mit eurem Chrissy Kimono weitergehen. Wenn ihr die Juliana Matthäus The Chrissy Kimono DIY Modebox schon da habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr bereits alles da, was ihr braucht. In der perfekten Menge und in super guter, nachhaltiger Qualität. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, und dann würde ich sagen, es ist an der Zeit, mal gemeinsam in die Box zu schauen. In der DIY-Modebox findet ihr einen Umschlag mit zum Beispiel Informationen zur Pflege, Kimono-Schnittmuster mit fast 100 Patches, einen Lageplan, unsere verschiedenen Stoffe, alle aus der Überproduktion gerettet, dazu eine passende Einlage, genügend hochwertiges und nachhaltiges Nähgarn, Druckknöpfe in Silber und natürlich das Juliana Matthäus Designed by Us Made by You Stoffetikett. Wir haben 5 Schnittbögen und 5 Stoffe und ich zeige euch jetzt genau, welche zusammengehören. Zu Bogen Nummer 1, das seht ihr immer in der Ecke, gehört unser strukturierter Denim. Die rechte, also schöne Stoffseite ist die dunkelblaue und die soll gleich beim Zuschneiden oben liegen. Könnt ihr hier sehr gut erkennen, denn die linke Seite hebt sich farblich deutlich ab und ist eher hellgrau. Also einmal merken, die blaue Seite soll gleich oben liegen. Alle Schnittteile von Bogen Nummer 2 schneiden wir aus dem weißen Stoff mit dem hellblauen Karo zu. Die schöne rechte Seite, die gleich oben liegt, ist hier die Seite, bei der das Karo-Muster schön gleichmäßig in einer Farbe ist und nicht wie hier auf der linken Rückseite zweifarbig. Nummer 3 gehört zu unserem dunkelsten gemusterten Stoff. Das ist der dunkelblaue mit dem hellen Muster. Bei diesem Stoff ist es egal, welche Seite gleich oben liegt, denn beide sehen absolut identisch aus. Ihr könnt gerne mal schauen. Rechte und linke Seite sind hier gar nicht erkennbar, deswegen sucht euch gerne gleich eine Seite aus. Dieser hemdartige Stoff, der gehört zu Bogen Nummer 4. Hier ist es der gleiche Fall wie gerade. Auch hier könnt ihr keine rechte oder linke Seite voneinander unterscheiden. Das Muster sieht absolut identisch aus, genauso wie die Stoffoberfläche. Guckt euch gerne hier auch nochmal an und sucht euch eine Seite aus, die dann gleich außen liegt beim Zuschneiden. Und last but not least, dieser hier ausgefallene Stoff, der so ein bisschen irgendwie an Architektur erinnert, der gehört zu Bogen Nummer 5. Hier bei unserem abstrakten Stoff, da ist es so, dass ihr wieder eine rechte Seite erkennen könnt. Und zwar ist das die, die einfach farbintensiver ist. Denn hier wurde ja mit einem Stoffdruck gearbeitet. Und die Seite, die jetzt zum Beispiel gerade bei dem Creme- oder Beige-Ton farbintensiver und dunkler ist, das ist unsere rechte Seite. Als erstes rate ich euch, den Stoff einmal zu waschen bei 30 Grad im Schonwaschgang oder was auch meistens ausreicht, ist ihn einmal heiß abzudampfen, also mit viel Dampf, so auf Stufe 2, 2,5, einmal jeden Stoff von oben bis unten abdampfen, denn wir wollen, dass wenn er einläuft, er es jetzt tut vor dem Zuschneiden und nicht erst, wenn wir ihn schon zugeschnitten haben und dann verarbeiten. Also macht das einmal bitte bei allen der 5 Stoffe und dann kann es gleich weiter losgehen mit dem Zuschneiden. Wenn das getan ist, dann hört mal gut zu, denn jetzt erkläre ich euch die einzelnen Schnittbögen. Was ihr auf den ersten Blick seht, sind viele, viele Patches, wie gesagt fast 100 an der Zahl. Und die sind in einzelne Abschnitte eingeteilt, die in diesen dicken Linien abgegrenzt sind. An den dicken Linien seht ihr die Scheren-Symbole
Und genau diese dicken Kästen möchten wir jetzt als erstes einmal ausschneiden. Also noch nicht die einzelnen Patches, sondern wirklich nur diese großen Bereiche. Das sind bei allen Schnittbögen eigentlich immer zwei große Bereiche. Ich fange jetzt einfach mal unten rechts in der Ecke an. Und nicht wundern, ich fange jetzt an bei Bogen Nummer 2, denn ich zeige euch hier im Video, wie ihr den hellen Stoff zuschneidet. Das lässt sich nämlich auf Video immer viel besser erkennen und das gleiche Prinzip verfolgt ihr dann einfach bei allen Stoffen. Ich erkläre es euch aber einmal im Detail und schneide hier, wie ihr seht, einmal entlang der dicken Linien mit dem Scherensymbol meine Kästen einmal aus. Ich erkläre euch schon mal, wie es gleich weitergeht. Und zwar findet ihr ja immer an einer Seite von diesen Kästen eine hier zusammenkleben Beschreibung. Und das wollen wir gleich im nächsten Schritt machen. Ich zeige euch das gleich mal. Warum wir das machen, ist, weil wir einen ganz großen Bogen kreieren möchten, den wir einfach auf unseren Stoff gleich auflegen können, feststecken können mit unseren Stecknadeln und dann die Patches einmal gleichzeitig im Papier und dem Stoff ausschneiden, denn das macht es super einfach. So, das wäre das. Jetzt geht's ans Zusammenkleben. Nehmt euch dafür doch bitte ein bisschen Klebeband zur Hand. Es sollen genau die beiden Enden aneinander geklebt werden, an denen das hier bitte zusammenkleben steht. Da und hier. Beide waren auf Bogen Nummer 2 hier bei mir zu finden. Und genau diese Strecken klebe ich jetzt auch zusammen mit meinem Klebeband. Das Ganze ist keine Kunst, achtet einfach darauf, dass irgendwie keine Lücken zwischen den beiden Blättern entstehen und die auch nicht überlappend aufgeklebt werden. Die sollen einfach genau aneinander stoßen. Das war's schon. Ich schneide mir hier das Klebeband einmal ab. Ja, und schon habe ich hier einen einzelnen großen Bogen mit jener Menge Patches. Und genau dieses große Schnittteil lege ich jetzt so, wie es ist, auf meinen Stoff. Und ich fange hier mit Stoff 2 an. Ihr macht das aber gerne als erstes bei Stoff 1 und geht dann der Reihe nach durch und beginnt also auch mit Bogen 1. Ich breite jetzt hier einmal meinen abgedampften oder gewaschenen Stoff aus. Und zwar soll jetzt die kurze Seite hier vertikal vor mir liegen. Die lange Seite liegt genau quer vor mir. Und dann lege ich mein Schnittteil einmal aus. Auch hier seht ihr, welche Form der Stoff haben sollte und in welche Richtung ihr ihn genau legt. Denn auch unser Schnittbogen hat eine lange und eine kurze Seite. Das passt aufeinander. Und auf diesem Schnittbogen seht ihr immer mal wieder einen Fadenlaufpfeil. Bei den Karo-Stoffen ist es aber noch super einfacher, das Ganze gerade aufzulegen. Denn hier könnt ihr einfach gucken, dass eure Kante unten oder die Kante rechts von eurem Schnittbogen parallel zu der Kante von eurem Stoff liegen oder hier einfach direkt an einer Linie des Karos. Ja, dann wisst ihr, ihr liegt genau richtig und gerade. Wenn ihr das einmal positioniert habt, dann nehmt euch doch bitte ein paar Stecknadeln und ich zeige euch jetzt, wie das Stecken geht. Denn hier haben wir ja ganz viele Teile und jedes einzelne Teil sollte aber durch das Papier und durch den Stoff befestigt werden. Ich fange hier auf der rechten Seite an mit Stecken und stecke einmal unten durch mein Papier und durch die Lage des Stoffs durch und komme dann so einen guten Zentimeter weiter links wieder raus durch Stoff und Papier nach oben. So ist das Ganze richtig befestigt. Das mache ich jetzt oben auch nochmal. Wenn ihr möchtet und ihr gerade vielleicht auch noch wirklich die absoluten Anfänger seid, steckt doch ein paar Stecknadeln mehr als 2 pro Stück. Das hilft auf jeden Fall und macht es euch noch ein bisschen einfacher. Bei mir reichen allerdings immer so 2-3 Stecknadeln pro Teil, aber macht das wirklich, wie ihr euch sicher fühlt. Je größer das Schnittteil, was ja immer an den dünnen Linien abgegrenzt ist, desto mehr Nadeln würde ich auch stecken. Hier mein oberes Patch ist zum Beispiel ein bisschen größer, da stecke ich jetzt auf jeden Fall auch ein paar Nadeln mehr. Es ist immer gut, wenn so 1-2 Nadeln pro Seite des Schnittteils sitzen. Das macht es euch beim Zuschneiden gleich mit eurer Schere viel einfacher. Ihr seht, ich arbeite mich jetzt von Patch zu Patch und stecke hier immer neben den Linien innerhalb des Schnittteils alles fest, damit ich gleich optimal vorbereitet bin zum Zuschneiden. Damit fange ich unten rechts in der Ecke an und nehme mir einmal meine Stoffschere dazu. Und damit schneiden wir alle Patches entlang der dünnen Linien aus. Jedes Patch, das hier eine Nummer hat, soll ein einzelnes Schnittteil werden. Ja, und wir probieren das natürlich möglichst gerade, genau auf der Linie, durch Papier und Stoff. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Zuschneiden. Ich finde, dadurch, dass das Papier hier drauf liegt, ist das wunderbar einfach.
führt die Schere einfach mit der Unterkante schön auf dem Tisch entlang, dann habt ihr einen besseren Halt. Und immer wenn ihr dann ein Patch fertig ausgeschnitten habt, legt euch das doch einmal zur Seite. Lasst bitte die Schnittteile, die ihr dann ausgeschnitten habt, die da jetzt mit den Stecknadeln drauf sind, noch fest. Was wir damit machen, erzähle ich euch dann im nächsten Schritt. Für jetzt konzentriert euch bitte einmal einfach darauf, alle unsere Patches auszuschneiden. Ja, und wie gesagt, all diese Schritte, die ich zeige, könnt ihr dann wieder auch genauso wiederholen bei euren anderen Bögen und den anderen Stoffen. Das ist alles absolut identisch. Ja, und auch hier gibt es jetzt erstmal nichts Neues, deswegen springe ich mal ein gutes Stück vorwärts. Alles, was ich mache, ist jetzt diese einzelnen Schnittteile auszuschneiden. Auf Bogen 3 gibt es eine kleine Besonderheit und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar findet ihr hier auf der linken Seite das Schnittbild für die Einlage. Das könnt ihr euch einfach einmal grob ausschneiden. Und in der Mitte ist ein kleines Schnittteil für die Einlage, was nur aus Einlagestoff zugeschnitten wird und nicht aus einem der anderen Stoffe. Deswegen sind da nochmal extra Scheren dran. Schneidet das einfach also bitte aus, wie zuvor auch die Kästen an den dicken Linien und legt euch die einmal beiseite. Die brauchen wir gleich. Ja, immer wenn ich mit einem Bogen und dem dazugehörigen Stoff fertig bin, dann ist es an der Zeit, meine Nummern, die hier auf dem Vorderteil stehen, auf unserem Papier, auf die Rückseite zu übertragen. Dafür nehme ich mir hier einfach so einen Kreidestift. Ihr könnt etwas nehmen, was einfach beim Waschen wieder weggeht. Auch diese Stifte von Pilot Friction zum Beispiel eignen sich dafür. Ja, und dann nehme ich mir einfach nach und nach meine Schnittteile, drehe sie einmal um, ohne das Papier vorher zu entfernen und schreibe jetzt also auf die linke Stoffseite mit meiner Kreide oder meinem Stift immer die Nummer, die ihr auf der Vorderseite findet. Wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es nur noch zwei Dinge, die wir bemerken müssen, bevor wir dann an die Nähmaschine gehen können. Und zwar findet ihr hier so einige kleine Querknipse. Ganz kleine kurze Linien, die wir jetzt als Markierungspunkte kennzeichnen, indem wir mit unserer Scherenspitze und wirklich nur den äußersten 3 mm einmal quer einschneiden, da wo der Knips ist. Das dient uns nämlich gleich zur Orientierung beim Nähen und macht es uns hier und da einfach einfacher. Sucht jetzt bitte alle Knipse an allen Schnittteilen, die ihr ausgeschnitten habt und markiert euch die. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Ich probiere euch das einmal zu zeigen. Es sind wirklich nur ganz kleine Knipse, die wir dann gleich wiederfinden können, wenn wir an der Nähmaschine sind. Das letzte, was wir uns markieren möchten, sind die Markierungen auf den Schnittteilen. Beispielsweise hier ein Kreuz für die Taschenposition. Das machen wir so, wir stechen einmal mit der Stecknadel von oben nach unten durch Papier und Stoff. Ich nehme mir dann hier unten mal eine Nadel raus, damit ich besser drankomme. Klappe mir das Papier einmal hoch und markiere mir jetzt genau den Punkt, wo meine Stecknadel durch den Stoff sticht. Und zwar wieder mit meiner Kreide oder dem Markierstift. Das Ganze passiert jetzt also auf der rechten Seite des Stoffes, also die Stoffseite, die vorher oben lag. Denn die Position brauchen wir auch von außen. Auch hier bitte ich euch einmal durch alle eure Patches zu gehen und euch die Positionen zu markieren, die da irgendwie eingezeichnet sind. Beispielsweise auch für die Druckknöpfe. Genau da geht ihr natürlich auch wieder mit der Stecknadel rein, durch Papier und Stoff wie zuvor. Und markiert euch genau den Punkt einmal mit eurem Stift, damit wir den auch später haben und wiederfinden, wenn wir wissen wollen, wo wir unseren Druckknopf denn dann genau annähen möchten. So, jetzt kommen wir zur Einlage. Dafür nehmen wir uns einmal unser Schnittbild und das zeigt uns nämlich an, wie genau wir unsere Schnittteile auf den Einlagestoff legen müssen, um sie perfekt so rauszubekommen. Und wie ihr wisst, haben wir hier ein extra Teil, was wir noch nicht aus Stoff zugeschnitten haben. Das können wir uns schon mal nehmen. Sowie alle Teile, die hier auf dem Schnittbild aufgezeichnet sind. Also die Nummern, die ihr hier seht auf dem Schnittbild, trennt ihr bitte einmal von eurem Stoff ab, den ihr zuvor zugeschnitten habt, und nehmt einmal das Papier mit. So, jetzt nehmen wir uns einmal die Einlage und legen sie so vor uns hin, dass immer die Seiten mit dem Text so vertikal von uns ausgerichtet sind. Und die raue Seite mit so kleinen Klebepunkten, die liegt jetzt oben. Die weiche, glatte Seite liegt jetzt auf dem Tisch. So, jetzt nehmen wir einmal unsere vorher rausgesuchten Papierschnittteile und legen sie einmal so angeordnet hin, wie wir es auf unserem Schnittbild erkennen können. Macht das bitte einmal wie bei euch zu sehen. Je nach Größe ist es nämlich unterschiedlich. Also schaut einmal auf euer Schnittbild und legt die Teile so hin, wie es da zu sehen ist.
auf diesem kleinen einzelnen Schnittteil, wo drauf steht, dass man die Einlage für den vorderen Ärmel benutzt, steht ja, dass man sie zweimal zuschneiden muss. Wir haben aber nur ein Schnittteil, deswegen schneiden wir das gleich nacheinander zweimal zu aus dem gleichen Teil. Bei allen anderen steht ja immer nur einmal Oberstoff und einmal Einlage, dementsprechend müssen wir es auch immer jeweils nur einmal zuschneiden. Wenn ihr alles richtig ausgerichtet habt, dann könnt ihr euch mit ein paar Stecknadeln eure Schnittteile auf der Einlage feststecken. Ich mache da wieder so ein, zwei Nadeln pro Seite von meinem Schnittteil und stecke mir das einmal ringsrum fest und das bei jedem Schnittteil. Auch hier achte ich wieder darauf, dass mein Fadenlaufpfeil parallel zu meiner Kante links ist. Ich kann das hier ganz gut sehen, wer aber möchte, kann sich das auch super gerne ausmessen und legt dabei einfach mal oben beim Pfeil und unten jeweils ein Maßband an und misst dann einmal bis zur Kante. Ja, und wenn dann alles festgesteckt ist, dann holt doch bitte eure Stoffschere dazu und schneidet wieder entlang der Kante von eurem Schnittteil einmal hier den Einlagestoff aus, sodass wir jedes Teil, was wir hier haben, also jede Nummer von dem Patch, was mit Einlage versehen werden soll gleich, möchten wir einmal ausgeschnitten haben. Wenn alle Teile ausgeschnitten sind, dann nehmen wir uns immer die dazugehörigen Stoffe und nehmen sie mit ans Bügelbrett. Wir legen jetzt immer die linke Seite, also die mit der Nummer, nach oben hin und legen dann unser Einlageteil so auf, dass die Klebeseite, also die raue Seite, jetzt unten auf dem Stoff liegt. Also so wie hier. Dann seht ihr, das passt genau aufeinander. Und ihr könnt dann euer Bügeleisen nehmen, so auf einer Stufe 2, 2,5 eingestellt. Und ihr bügelt jetzt über jede Stelle von diesem Teil ungefähr 8 Sekunden drüber. Ihr braucht dafür keinen Dampf benutzen, ich habe den hier ausgeschaltet. Ich arbeite mich jetzt einmal komplett über das Schnittteil, halte dann immer fest mit dem Bügeleisen, verübe auch ein bisschen Druck drauf. Ja, dann ist es gleich fixiert, weil diese Klebepunkte, die sich vorher rau angefühlt haben, dann nämlich schmilzen und sich so beide Lagen miteinander verbinden. Nach und nach mache ich das mit allen meinen Teilen, die ein dazugehöriges Einlageteil haben. Nur das kleine einzelne Teil, das bewahren wir uns nochmal kurz auf, denn das werden wir erst ein bisschen später aufbügeln. Jetzt geht's an die Nähmaschine und ich arbeite hier mit der W6N 8000 Exclusive von unserem Nähmaschinenpartner W6 Wertarbeit und ich kann die 100% empfehlen, die näht einfach unglaublich gleichmäßig und leise. Was wir jetzt machen wollen, ist unsere ganzen Kanten von allen Patches zu versäubern und dafür wähle ich einen Zickzackstich aus mit einer Stichbreite von 3,5 und einer Stichlänge von 1,6. Wenn ihr stattdessen aber eine Overlock da habt, dann könnt ihr die natürlich auch super gerne nutzen. Das geht natürlich noch um einiges schneller. Weil ich aber weiß, dass die meisten von euch nur eine einfache Haushaltsnähmaschine haben, möchte ich euch aber zeigen, wie einfach es mit dem Zickzackstich geht. Denn das ist wirklich alles, was ihr benötigt und geht wunderbar einfach. Bitte spult jetzt von eurem Nähgarn etwas auf die Unterfadenspule auf und fädelt sie auch hier als Oberfaden ein. Die Spule habe ich gerade schon vorbereitet, ich setze die jetzt ein. Wer dazu noch Hilfe braucht, also zum Einfädeln des Ober- oder Unterfadens, der schaut doch bitte unser Grundlagentutorial, denn da erkläre ich euch wie gesagt alle Basics. Ja, und dann ist endlich alles vorbereitet und wir können mit dem Versäubern anfangen. Wie gesagt, möchten wir alle Kanten versäubern und ich zeige euch das hier mal in einem kleinen Teil. Als erstes senke ich meinen Nähfuß, fange so an zu nähen, dass immer der rechte Stich von meiner Nadel, die bewegt sich ja jetzt hin und her für den Zickzackstich, immer knapp vor der Kante landet und der linke Stich dann immer direkt in meinem Nähgut, also in meinem Stoff. Dann arbeite ich mich hier einfach entlang der Kante vor, drehe mein Nähgut immer so, dass ich genau gleichmäßig an der Kante entlang fahre und arbeite mich dann einmal um alle Ecken. Wie die Ecken gehen, das zeige ich euch jetzt. Ihr näht einfach einmal gerade darauf zu und lasst dann die Nadel stecken, wenn ihr an einer Ecke angekommen seid oder an einem Ende von eurem Stoff. Hebt dann einmal den Nähfuß, dreht euren Stoff in die nächste Richtung, senkt den Nähfuß und näht dann einfach weiter. Ich zeige euch das hier nochmal. Ich lasse die Nadel stecken, so, hebe Nähfuß, drehe meinen Stoff, senke ihn wieder und nähe weiter. Jetzt fahre ich hier wieder bei der Rundung entlang. Wichtig ist auch hier wie beim normalen Nähen, dass ihr weder zieht an dem Stoff noch schiebt. Lasst den Transporteur von eurer Nähmaschine einfach die Arbeit machen. Das geht wie von Zauberhand. Und ja, wenn ihr dann einmal ganz rum seid, dann solltet ihr einmal den Zickzackstich noch verriegeln. Und das macht ihr, indem ihr einfach ein paar Stiche rückwärts näht, wenn ihr am Ende angekommen seid. Dann ein paar Stiche vorwärts näht. Und ja, dann seid ihr auch schon fertig.
Hebt dann eure Nadel und den Nähfuß, zieht euren Stoff weg und schneidet den Faden dann einmal nah an eurem Stoff ab, sodass immer noch so 5 bis 10 cm von eurem Ober- und Unterfaden hängen bleiben. Ja, wenn ihr das erfolgreich gemacht habt, wovon ich ausgehe, dann sieht das Ganze so aus. Alle Kanten sind gesichert, nichts kann mehr ausfransen und ja, bitte macht das jetzt bei allen euren Patches.